Wir waren im Kampfareal. Duellpark, trainieren Trainer. Ja. Ja, dann mal los. Willkommen im Duellpark. Du bist zum ersten Mal hier, dann bitte hier entlang. Da das dein erster Besuch im Duellpark ist, musst du dir eine Punktekarte ausstellen lassen. Die Punktekarte wird nur hier im Duellpark benötigt. Da, bitteschön. Jetzt die Punktekarte. Verschaffst die Punktekarte in der Basis-Eintasche. In der Rezeption gleich hier neben mir erfährst du mehr über die Punktekarte. Fragen zu den Einrichtungen im Duellpark stehe ich dir jederzeit zur Verfügung. An der Rezeption gegenüber werden dir die Regeln für Pokémon-Kämpfe im Duellpark erklärt. Viel Erfolg. So, aber erstmal wollte ich noch den DS-Player ausschalten, um die neue Musik mal zu hören. Da vorne liegt der Duellpark. Was du Trainer mich dort wohl erwarten? Ja, ich find's okay. Pokémon-Typen, Pokémon-Attacken, getragene Items. All die Details müssen genauestens durchdacht werden, wenn man die Nummer 1 werden will. Ich würde mich freuen, mal an der Seite eines weiblichen Trainers im Doppelkampf zu stehen. Aha, interessant. Ein Scharfzahn. Das ist auch interessant. Ja. Wie ich sehe, ich habe gehört, man könne sich hier Kämpfe mit Top-Trainern aus der ganzen Welt liefern. Das ist meine Chance, ganz groß rauszukommen und berühmt zu werden. Gibt's wirklich nur den einen Turm hier? Ich bin Vater und Trainer in einem. Heute will ich meinen Sohnemann mal so richtig stolz machen und versuche mich deshalb an der Meisterklasse. Ah. Wow. Oh, ich habe im Duellturm haufenweise GP eingestrichen. Jetzt kann ich mir sehr viele Items leisten. Tauschecke, Items im Überfluss. Lass mal gucken. Am meisten interessiert mich die vernichtende Kraft meiner Pokémon. Gibt es vielleicht irgendwelche Preise, die diese Kraft noch steigern? Hast du das kleine niedliche Mädchen mit seiner Großmutter oben gesehen? Die Kleine ist im Kampf ein wahres Biest. Man sollte sich nie von Äußerlichen täuschen lassen. Hallo, dies ist die Tauschecke. Wir tauschen eine Gewinnpoke, kurz GP genannt, gegen großartige Preise ein. Um welchen Preis müsst ihr denn GP eintauschen? Man den hier gedacht. Gut, scheiße, Toxin, okay. Rotzer, scheiße, Erdbeben, interessant. Super, ja, Durchbruch, ja, Matchball mehr, Aeroas, ja. Beziehung, scheiße, Energieball, ja, Drachenplus. Ja, will ich, nee. Steinkante, oh. Donnerwelle. Donnerwelle, könnte interessant werden. Sehr interessant sogar. Gegen Pokémon fahren. Deutscher, ja. Schneider, nee. Fliegen, ja. Surfer, ja. Stärke, nee. Auflocke, nee. Pokémon, nee. Eskade. Naja, ja. Wachsen, nee. Okay, da gab's ja Scheiße. Oma, schau mal, ich hab getauscht. Das ist für dich, Oma. Oh, was ist das denn, Liebe? Sieh an, eine Matschbombe. Vielen Dank, mein Schatz. Du bist so ein süßes, nettes und starkes Mädchen. Bin sehr froh, eine Enkelin wie dich zu haben. Oh, wow, die Sache. Wow. Okay. Machen wir es selber. Du hast tatsächlich die Top 4 besiegt. Reife Leistung. Ich muss schon sagen. Hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Oh, du scheinst aber keine Silbergrundkorken oder Goldgrundkorken dabei zu haben. Super. Die Pracht für dieses Gebäude ist. Ich frage mich bloß, wozu die ganze Pracht. Wie läuft's denn so? Nicht gut? Dann solltest du dir hier vielleicht ein paar Preise holen. Ihnen kannst du deine Pokémon noch stärker werden lassen. Hallo, dies ist die Tauschecke. Wir haben auch geile Sachen, aber ja, Items. Okay. Ui, das ist gut. Ja, das brauche ich für Gengar. Das ist auch gut. Ja, ja. Ja. Ui, das ist auch geil. Nee. Alles scheiße. Das ist interessant. Auch so interessant. Ja. Die Sachen brauchen wir halt zum Schleuder einsetzen. Ja. Okay.
Aber das wird dann sofort verbraucht wahrscheinlich. Schön. Das ist interessant. Ja. Ja. Okay. Weltraumquote ist natürlich geil. Ja. Ja, ganz wichtig. Was, die sind so billig? ETF, Alter. Ja. Das ist halt... Kann interessant werden, aber... Ja, nicht so. Was nehme ich heute bloß? Vielleicht eine TM? Aus erster Punkte. Oh, hallo, Rums. Was zum... Hoppla, tut mir leid, ich war in Eile. Oh, Moment mal, bist du nicht... Tim aus Zweiblattdorf? Genau. Ach, das weckt Erinnerung. Wenn du hier bist, dann ist der ja bestimmt auch nicht weit wie. Oder es wird ein Spaß, also man sieht sich. War das Barry Sater? Rums. Wahrscheinlich schon. Was zum... Oh, hi Tim. Du bist also auch zum Duellturm gekommen, hm? Wollte mich mal testen, bevor ich zum Karlberg aufbreche. Aber sag mal, dieser Typ, mit dem du da gerade gequatscht hast. Ach, egal. Sollte passen. Immerhin habe ich es aus eigener Kraft hergeschafft. Nicht mehr lange, dann stehe ich über ihm. Dann stehe ich ihm Auge in Auge gegenüber. Stört mich dann mal wieder ins Training. Man sieht sich, Tim. Ey, Barry, ja, ich glaube, das war dem Futter, ne? Warte mal. Echt jetzt? Das ist eine unsichtbare Wand hier. WTF, Alter. Geil. Super, Nintendo, super. Einfach eine unsichtbare Wand. Geil. Oh nee, Alter. Warum ist da eine unsichtbare Wand? Und hier auch, wa? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der siebte Trainer eines jeden Kampfraumes gilt als eine Art Boss des Raumes. Du musst dich also schon anstrengen, wenn du gewinnen willst. Extrem Duellturm, eine lange Siegesserie, darfst du gegen echte Superstars antreten. Das habe ich zumindest gehört. Ja. Duellturm, die Trainer liegt da unter sich. Ja, einen Kampf kann man mal machen. Mal gucken. Wenn man hier einen Rekord aufstellt, kommt man ins Fernsehen. Das ist also meine letzte Chance, nochmal ein Comeback zu landen. Ich habe bis vor einiger Zeit in einer Region namens Höhen gelebt. Ein Ort wie diesen gab es dort auch. Oha, du siehst ziemlich stark aus. Ich freue mich schon darauf, gegen dich antreten zu dürfen. Pika! Es gibt so viele gute Trainer da draußen. Ganz schön beängstigend, aber wir geben unser bestes Pikachu. Nur eine Handvoll Trainer besitzt das Zeug, sich der Herausforderung in der Meisterklasse zu stellen. Eines Tages will ich auch dazugehören und es versuchen. Hey, du, hast du dich schon mal in der Meisterklasse versucht? Ich sagte, die Gegner dort sind alle so stark, dass ich nicht die geringste Chance habe. Ich habe mein Kleines bis zum Umfallen trainiert. Wenn einer 100 Siege in Folge schafft, dann mein Pokémon. Ich weiß es einfach. Nicht wahr, Pikachu? Oh. Nanu, du siehst mir aus, als wärst du nicht zum ersten Mal hier, habe ich recht? Doch, ich bin zum ersten Mal hier. Und du willst mehr über Pokémon wissen, ja? Das konnte ich dir bereits am Gesicht ablesen. Ich habe auch schon das perfekte Geschenk für dich parat, die Richterfunktion. Damit kannst du das angeborene Potenzial deiner Pokémon überprüfen. Wähle dazu ein Pokémon in deiner Box aus und drücke den Plus-Knopf oder den Minus-Knopf. Jetzt bist du ein richtiger Experte. So. Plus. Großes Potenzial. Sehr groß. Ja. Ja, eigentlich ist nur das Team wichtig. Akzeptabel, scheiße, groß ist gut. Sehr groß, nice. Sehr groß, nice. Akzeptabel, groß. Okay. Na gut. Einzelne Doppelkämpfe. Okay, das wird schwierig.
Ja. Achso, die labert nicht nur zu. Okay. Willkommen in der Endturm. Ich leite dich durch die Räume für einzelne Doppelkämpfe. Möchtest du dich herausfordern und Kampfraum stellen? Ja. Einzel- oder Doppelkampf? Doppelkampf. Welche Pokémon sollen teilnehmen? Das ist schon ein bisschen unfair. Das ist dann schon, ne? Ja, das ist schon ein bisschen, hm? Kann ich jetzt mein... Auf Teams. So. Auf Team Nummer 1. Es ist ja nur scheiße, dass ich nicht komplett alle mitnehmen darf. Okay. Ich hoffe, die bleiben im Kampfteam. Wenn nicht, wäre es schon harte Verarsche. Ich mache einen Kampf, ich höre dann auch auf. Ich will halt nur einmal zeigen. Irgendwann werde ich mal versuchen, Meisterplatz zu machen. Ziemlich eigentlich komplett verarschen. Ich glaube schon. Ach, wisst ihr was? Nächstes einfacher. Komm on, kommt ihr in mein Team. Lasst die Legendären weg. Oh, es ist so unfair, dass sie nicht mitkämpfen dürfen. Was soll denn das? Und du bist auch nur Mew. So, Empoleon. Kämpft zusammen mit... Warte mal. Nummer 1 mit Papinella kommen. Nummer 3 Gengar, Nummer 4 Sneepona. Ja, bitte speichern. Danke. Und los. Früher hatte man im Platin immer noch Partner, das war schön. Hier Urs und so, die man immer getroffen hat. So, jetzt wird gekämpft. Wer ist mein erster Gegner? Eine reiche Lady. Okay. Also dann, ich beabsichtige nun anzugreifen. Na, mach's auch. Lady Elizabeth. Das ist schon mal schlecht. Zählt das hier eigentlich auch für den Pokédex mit? Wenn nice, dann habe ich Glumanda. Pokédex, ja. Wird jetzt schlecht eigentlich. Warum trifft eigentlich Käfergebrumm nicht beides? Na scheiße, kann ich nicht nehmen. Gut. Ja, lol, one-hit beide. Ja. Okay. Ah, schade. Okay, ich muss Lichtkanone nehmen. Hä?
Typ Eis, dachte ich. Oh fuck. Oh fuck. Teilt sich das dumme Vieh. Gengar. Oh, das ist die Bono, komm, ist die Bono. So, diesmal bessere Verteilung. Oh, das Vieh spielt auf Zeit, ey. Ey, sag mal, was soll denn das? Ich will das nicht. So, Lawine, und das sollte es gewesen sein jetzt. Was für eine Enttäuschung. Find's so schade, dass man hier kein Geld kriegt. Lass mich schnell deine Pokémon für dich heilen. Bist du bereit für den zweiten Kampf? Nö. Nein. Pause einlegen. Mach irgendwann später weiter. Oh, wollte ich halt nochmal gezeigt haben. Ist aber ordentlich. Schneidet ja richtig schlimm. Okay. Neo. Und weiter. So, was machen wir denn jetzt? Die Frage ist, wie ist denn das mit Blitz jetzt? Brauchst du erstmal, oder? So, erstmal fliegen wir nach Schleide. So. Habe ich Blitz als TM. Okay. Ja, warte mal, wir machen nach Alphabet. Ja, zweimal. Gut. Ja, da kommt wieder mein Team. Und Mew bleibt draußen, weil es ist. Ja, auch ein Pokémon, das Blitz lernen kann. Okay, wer sieht denn so aus, als ob er Blitz lernen kann? Wahrscheinlich Flug-Pokémon. So. Blitz ist Typ normal, oder? Kompiliza. Du bist vor allem Sklave, also kannst du auch Blitz lernen, oder? Nö. Die Eiger kann Blitz erlernen, WTF, Alter. Okay, anders. Machen wir es jetzt anders. So. Team Pokémon, alle raus. Außer Fabinella. Wir gucken jetzt mal, wer Blitz lernen kann. Ich nehme mal ein paar mit. So. Hubert kommt auch mal mit drin. Abra. Kramorx. Und Mingal sieht auch noch so aus, als ob es könnte. Mir scheißegal, was hat. Hauptsache, jemand kann es lernen. Abra, na, das ist ja schön. Gut. Das haben wir jetzt gut gelöst. Ja. Kannst du jetzt auch einsetzen. Nein. Oh, ich will mein Team enden. Ja, hätte ich gar nicht hierher gemusst, aber egal. So, Abra, du hörst wieder mit zum Team. Freust du dich? Ja. Okay. Ich überlege mir auch gerade, ob ich Knospi trainieren sollte. Oh, nee, erstmal noch nicht.
fliege erstmal nach. Komm mal. Nach Erzeling war es, ja. So, lass mal auf Fahrrad aufsteigen. Überhaupt keinen Anlauf gehabt, trotzdem hochgekommen. Nice. Ja, mach mal das jetzt mal kaputt. Ey. So. Natürlich. Natürlich. Ein Skokapulu. Flucht. Okay. Am besten wieder mal einen Schutz einsetzen. Ja, na gut. Let's go. So. Hier ist die Höhle. Verstehe nicht, warum Blitz nicht bei den Vor-Allem-Attacken ist, aber egal. Muss ich das jetzt eigentlich jedes Mal machen? Oder kann ich jetzt auch hier wieder mit reinnehmen? Probier es einfach mal. Ich habe das ja irgendwie immer geskippt, weil ja, ich immer nicht hierher gefunden habe. Nice. Weil ich nie Blitz hatte. Und ich habe auch keinen Bock gehabt, einen Pokémon Blitz beizubringen. Die Höhle ist sehr bizarr. Und Whip, wenn man keinen Blitz hat. Okay. Ein Fluchtseil. Das ist sehr wichtig hier. Wenn du keins hast, bist du am Arsch. Sag mal, ich habe mich schon verfahren. Nice. Ich glaube, den sollte ich lieber noch nicht machen, weil hier kriegt man auch eine Partnerin. Die Frage ist, wo geht's hier runter? Egal, ich mache jetzt einfach hier. Wo bin ich? Wer bin ich? Bist du ein Pokémon-Trainer? Du hast dich verlaufen, oder? Besiegst du mich, zeige ich den Weg. Hm, alles klar. Zwei loste Campers. Campers, Leute. Okay, die werden jetzt alle underleveled sein, aber egal. Level 15. Weil es ja auch klar ist, dass man hier mit... dass man hier schon sehr früh reingeht. Da war nur dumm. Wer macht denn das so früh? In der Höhle, wo man nichts sieht, wo man noch keinen Blitz hat. Ist doch einfach nur dumm. Oder noch besser, wenn man keinen Auflockern hat und dann oben dadurch den Nebel stapft. Das ist richtig lustig. Ist mir... Oder ist mir das schon mal passiert? Ich glaube, in Platin hatte ich... Oder? Ja, da hatte ich Auflockern nicht gefunden oder wusste nicht, was ich damit anzufangen habe. So, Pudox, das war's. Und Papinella stirbt gleich mit. Durch Windschnitt. Gut, wir sind also beide Trainer. Das ist ja schon mal ein Anfang, nicht wahr? Und er gewinnt tatsächlich. Ja, danke schön. Du wolltest mir doch den Weg zeigen. Ich habe einen Sonderbaum bewacht, super. Ich habe mich nicht verlaufen, bestimmt nicht. Ich campe hier nur, ganz ehrlich. Ja, 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 ja. Das sagen sie alle. Gut.
Alter, es ist so unübersichtlich hier. Die ist sehr bizarr, die Hülle. Bizarr. Oh. Na, will ich das? Ja, ich will. Bist du zum Spielen gekommen? Wollen wir Pokémon-Kampf spielen? Hast du dich verlaufen, kleines Pokémon? Weine nicht, bald wird alles wieder gut. Ich werde mich um dich kümmern. Ich bin ein Trainer und kein Pokémon. Also einer hat nur eins, der andere hat zwei Pokémon. Oh, ja. Göra hat nur eins. Sieht man schon am Level. Jo. Aber die haben alle keine Chance. Easy. Keine Chance zu Bad. Ja, das ist gar kein Zeder, Papinella, ich weiß. Dein Drecksgriffel. Egal, was ich mit Papinella mache, Mewkraft eh vorher an. So, keine Chance, ihr beiden, ne? Du hast nur mit mir gespielt. Und wer weint jetzt? Ja, Pech. Ich hab dir gleich gesagt, ich bin kein Pokémon. Doppelteam. Das ist alles zu Doppelteam, Alter. ETF. Freu ich nicht. Eine Kackattacke. Ich hab mich verlaufen. Hallo. Wollt ihr mit mir kämpfen? Durch das Herumwandern bin ich hungrig geworden und hab ein paar Pilze gegessen. Jetzt muss ich unablässig aufstoßen. Sieh an, ein Trainer, der in der bizarren Höhle die Orientierung verloren hat. Ja, oder was? Oswald und Kait. Okay. Also, einer von euch beiden, wenn nicht sogar beide, haben Robustheit. Wer ist es? Ich weiß es jetzt schon. Weil die eh rumtriggern werden. Bitte irgendwas, das beide trifft, Mio. Bitte. Oh, Mann. Okay, dann denke ich mal, Onix hat Robustheit. So ist es. Das ist gut. Nice, und Clenchen hat es nicht. Ja, das ist gut geraten. Er hat noch eins, WTF. Oh, egal. Los trotzdem. Sag mal, trainiert ihr überhaupt eure Pokémon? Ich glaube, es wird schon besser. Ich habe im Kampf die Orientierung verloren. Ja. Hast du schon vorher verloren. Habt ihr nichts bewacht? Ja, doch, ein Supertrank. Wow. So, ich habe mich, glaube ich, verfahren. Ja. Hilfe. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hier links war ich schon. Da waren doch die beiden drin, oder? Ja. Ein Picknickers. Das ist jetzt sehr viel Geldverschwendung. So. Hier ging es zu meinen Picknickern. Nee. Doch, ja, hier.
Dieses gute Picknick benötigt einen passenden Ort, leckeres Essen und einen tollen Kampf. Du hast dich auch verlaufen? Nein, ist ja unwichtig. Lass uns gegeneinander antreten. Oh, er hat schon wieder ein und zwei. Das verlängert den Kampf doch einfach nur unnötig. Guck mal, ich kann sogar mit einer nicht sehr effektiven Attacke dein Pokémon sofort one-hitten. Das ist schon traurig. Ich hätte hier echt früher reinkommen sollen. Mir ist es eingefallen, als ich mal nach den Partnern gesucht habe, da habe ich geguckt, die kenne ich ja gar nicht. Habe ich mir so gedacht. Ja, wo ist sie jetzt eigentlich? Ich habe geguckt. Oh, die ist in der Zahnhöhle. Die habe ich noch nie gemacht. Weil ich niemals Bock auf Blitz hatte. Ach, das war jetzt dann kein so toller Kampf für mich. Das ist nicht fair, wir kämpfen nicht auf dem gleichen Level. Er sagt sogar. Geil, einfach nur geil. Ja. Achso. Ich würde schon sagen, ich glaube, ich habe mich jetzt wirklich verlaufen. Ich weiß nicht, wo es runter... Ah, hier müsste es runtergehen, oder? Alter. Der Weg... Oh. Na komm. Du siehst aus, als hättest du genau das Pokémon, das ich suche. In Höhlen und Tunneln findest du zweierlei auf jeden Fall. Zubat und Ruinenmaniacs. Ja. Und Gesteins-Pokémon. Nebulak und Kleinstein. Okay, ich möchte nicht verarscht werden, deshalb muss ich Kleinstein mit Mio angreifen. Okay. Dachte, er hätte Robustheit, aber hat er nicht. Aber wenn ich irgendwann mal ein Gesteins-Pokémon ins Team nehme, dann hat es auf jeden Fall Robustheit, weil das so eine ekelhafte Fähigkeit ist. Weil du ja mindestens einmal angreifen darfst, dann. Sag mal, hast du nur Nebulax? Oder besser gesagt, Nebulaxe? Oh, ich finde es trotzdem immer noch lustig vorne mit der unsichtbaren Wand, wo keine sein sollte. Ja, er hat wirklich nur Nebulaxe. Aber ist es aber eigentlich nicht gefährlich, wenn ich Nebulak mit Flammenwurf angreife, weil in seinem Pokédex-Eintrag steht doch, dass es aus Gas besteht und das explodiert ja eigentlich bei Feuerkontakt. Naja, egal. Naja, kommt doch an, welches Gas, ne? Das war nicht das Pokémon, das ich gesucht hatte. Seine Stärke hat etwas Geheimnisvolles. Dankeschön. Ich zeige euch natürlich auch nicht meine richtigen Legendären. Ich habe euch nur Mühe gezeigt. Ja, egal, bekommt ihr nichts zu sehen. Das ist viel zu edel für euch. Oh, da ist er doch. Aber wer das ist, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.